Herr Schick, Sie waren lange nicht in der HJ. Sie waren dafür in einer katholischen Organisation der Marianischen Kongregation. Ihr Elternhaus war, und das war in Fulda bekannt, gegen den Nationalsozialismus eingestellt. Als der Krieg ausbrach, meldeten Sie sich aber freiwillig zur Wehrmacht und später auch zu einer Eliteeinheit in U-Boot-Fahrern. Können Sie uns dazu mal bitte etwas sagen? Meine Generation war gewohnt, mit einer Literatur verseucht zu werden, die das Vaterland in den Vordergrund stellte. Ja. Das war also, als ich jung war, das war bis 1940, nicht 39, 1940, ja. 1940, als ich mich da meldete, dann war das, habe ich mich nicht gemeldet, um das Dritte Reich zu stützen, sondern habe ich mich gemeldet, um Deutschland zu verteidigen. Ja. Das ist also ein wesentlicher Unterschied. Ich habe auch später mit Freunden dieser Zeit, beispielsweise mit dem Bürgermeister Petri, darüber gesprochen. Er sagte, das war bei mir genau derselbe Grund, weswegen ich mich gemeldet habe. Jedenfalls eine Literatur, die nicht mit dem Vaterland zusammenhing, wurde uns damals in den Schulbibliotheken kaum angeboten. Ja. Das war also ein ganz erheblicher Unterschied, ja, in den Motiven für die Wahl zum freiwilligen Melden. Ja. Eigentlich mehr kann ich darüber nicht sagen. Herzlichen Dank. Im Sommer 1942 waren Sie dann als Besatzungsmitglied des U-Bootes U-653 im Rahmen der Operation Paukenschlag vor der US-Küste, Ostküste um genau zu sein, unterwegs und versenkten einen 5000 Tonner. Welche persönlichen Erlebnisse hatten Sie dabei? Wenn das Boot in feindlichen Gebieten war, dann war also eine sehr strenge Wache auf dem Turm. Ja. Da waren immer vier Leute, es war ein Offizier, der die Aufsicht hatte. Und dazu eben drei weitere, ein Unteroffizier und zwei Soldaten. Ich war damals, als ich mich da gemeldet habe, Bootsmarkt, ja. Und diese Dampfer habe ich als erstes gesehen, ja. Da wurde dann gemeldet, Rauchfahne da und da. Und dann wurde der Kommandant auf die Brücke gerufen und dann begann also die Überlegung, ob angegriffen werden soll oder nicht. In diesem Fall wurde angegriffen und das Boot wurde auf 80 oder 90 Meter Tiefe gesetzt und dann setzte man sich vor den Kurs des Bootes und versuchte und dann eine Position zu finden, dass man den Torpedoschuss losrichten konnte. Das wurde in dem Fall gemacht und auf den Torpedoschuss war das Boot eigentlich schon zum Versenken, war das Boot zum Sinken schon verdammt, die Leute, die Besatzungen gingen in die Boote. Ich habe später in einem Buch gelesen, dass die Besatzung dieses Schiffes nach zwei, drei Wochen etwa irgendwo an der amerikanischen Küste gelandet war. Das war das andere. Und im Normalfall gingen wir immer tagsüber
aufgrund. Das Boot wurde auf Grund gelegt und die Besatzung musste völlig ruhig sich verhalten, einmal wegen der Horchgefahr und zum anderen aber auch, weil möglichst wenig Luft verbraucht werden musste und so weiter und so fort. Dabei haben wir es auch erlebt, dass das Boot, wie es da unten gelegen hat, von einem amerikanischen Gerät auf einem Bewacher das Boot da geortet wurde. Und dann hörte man immer, wenn der außen an die Portwand der Ortungston kam, ja, dann schlug es immer an. Ja, war das immer eine Möglichkeit, die Besatzung auch in Schwulitäten zu bringen. Ja. Anscheinend hatte das Boot keine Wasserpumpen, ja, denn es geschah uns nichts. Und wir haben damals gab es ein Gerät, das konnte man aus den Torpedorohren ausstoßen. Und das hat um das Schiff, um das Boot herum eine Atmosphäre geschaffen, die Strahlen des Ordnungsgerätes nicht mehr durchließen. Ne? Und dadurch sind wir also davon gekommen, ohne dass wir angegriffen wurden. Wir waren etwa 6 Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, dort an der amerikanischen Küste und sind bis vor New York gelaufen, haben vor New York noch Schiffe versenkt. Habe das auch erlebt, dass ein Schiff abends dann plötzlich Lichter anmachte und Beleuchtung überall war. Und dann war das ein Dampfer, der neutral war und der wurde nicht angegriffen. Das wurde also rigoros, ganz klar und deutlich unterschieden, ob es ein Feind war. Es wurde kein Risiko eingegangen, dass man da den falschen Feind erwischt hätte. Nach 8 Wochen dort an der Küste mussten wir an den Rückmarsch denken. Das Petroleum war fast zu Ende, ja, und wir mussten versorgt werden. War damals eine großartige seemännische Leistung, dass der Steuermann das Boot zu einem Punkt, so pünktlich wie ich hier heute vor dem Haus stand, dass das Boot sich da mit dem Versorgungsboot getroffen hat. Ne? Und da wurden wir also vor allen Dingen mit Petroleum, mit Öl, Dieselöl, mit Dieselöl ja, wurden wir versorgt, sodass wir genügend Stoff hatten und dass wir wieder ein bisschen nach Europa konnten. Ja. Ich glaube, es waren ungefähr 2,5 Monate, die wir unterwegs waren. Ja. War natürlich so, alles, was an frischem Essen an Bord war, war verschimmelt. Und das ist, war so, und war selbst in einer Atmosphäre, die wir anstrengend waren. Ich habe damals, als ich nach Hause kam, meiner Mutter meine Kleider, die ich da angehabt habe, gegeben, wasch mir das bitte. Und dann haben sie mir gesagt, ich kann es nicht sauber kriegen. Ja. Das heißt, also es war eine sehr unangenehme Sache schon in dieser langen Zeit. Wir sind zurückgelaufen, haben nochmal einen Angriff gefahren auf einen einzelfahrenden Dampfer. Er wurde vorbeigeschossen, es klappte also nicht. Und dann kamen wir bis an die englische Küste. An der englischen Küste haben wir nachts Angriffe erlebt. Da waren neue Kampfmittel gegen U-Boote, dass man also aus der Luft plötzlich angegriffen wurde, ohne ein Flugzeuggeräusch zu bekommen. Ja. Wir sind dann geradezu geflohen nach Süden zu, bis an die spanische Küste und sind dann an der
Französischen die Küste sind wir dann bis nach, also erst nach Lorient gelaufen, die waren in Lorient und da war ein feierliches Mittagessen und dann eine Begrüßung durch den Kommandeur der U-Boot, war das mal Dönitz damals, ja, der war ja der Chef der U-Boot-Waffe und haben wir sehr ruhig da gesessen, haben die erste Post bekommen, wir haben einen Stoß von Briefen bekommen. Dann fingen wir immer mit dem letzten an, um zu sehen, ob noch alles zu Hause in Ordnung war. Ich hatte noch zwei Brüder, die an der Front waren, die damals noch beide lebten. Ja. Später ist der Älteste dann in Russland gefallen. Ja, dann sind wir von Lorient am nächsten Tag weitergefahren nach Brest. Brest war ja unser Heimathafen. Und wurden da außerhalb von Brest wurden wir dann empfangen von einem Wachboot. Das hat uns begleitet und vor allem den Schutz gegen Luftangriffe durchgeführt. Ja. Denn die Engländer waren ja in der Nähe und die konnten also, haben also immer wieder versucht, uns anzugreifen. Ich habe also viele Luftangriffe in Brest auch erlebt. Ja. In Brest wohnten wir damals in der Marineschule in Brest, war ein schlossartiges Gebäude, war ganz so, unten war an der im Hafen selbst waren die U-Boot-Bunko, ja, mit den meterdicken Decken und Wänden. Und da ist es nie den Engländern gelungen, diese stark bewährten Unterkünfte der U-Boote zu knacken. Das haben sie nicht fertig gebracht. Ja. Ich war dann nicht mehr lange in Brest, sondern dann wurde ich abkommandiert, dann kam die nächste, die Steuermannsausbildung, ja, das war das nächste und dann kam ich nach Deutschland wieder, ja, war in verschiedenen Ostseehäfen und da wurden wir weiter ausgebildet. Das hat die Tatsache, dass ich mir also nicht alles gefallen lasse, auch wenn jemand einen Stern mehr hat, die hat mir das Leben gerettet. Ja. Ich war in Flensburg in der Marineschule und da kam der eine zu mir und sagte, die Haare sind zu lang, lassen sich die Haare schneiden. Ne. Ich war also durchaus noch im Rahmen des Vernünftigen. Ja. Ich habe das einmal gemacht und dann genügt es nicht. Dann habe ich es zweimal gemacht. Und wie ich das dritte Mal hingehen sollte, ja, habe ich gesagt, nein, jetzt gehe ich nicht mehr hin. Jetzt bin ich leid. Ja. Und daraufhin wurde ich strafversetzt und wurde nicht an die Front geschickt, sondern wurde in die Ostsee geschickt. Und weil ich in der Ostsee war, da bin ich einer von den 10.000 U-Boot-Fahrern, die mit dem Leben davon gekommen sind. Ja. Wir waren zuerst, am Ende des Krieges, waren wir mit unserem Boot nach Kiel gelaufen, hatten dann noch eine große Gruppe von Hitlerjungen, die Ostpreußen damals verteidigen sollten, mitgenommen, haben sie in Lübeck aussteigen lassen, ja, da sie wirklich gerettet wurden. Und dann sind wir von Kiel nach Flensburg gelaufen. Da haben sich damals ungefähr 40 U-Boote haben sich damals dort versenkt. Ja. In den Flensburger Förde wurden die dann versenkt. Ja. Jedenfalls wurden der Grund des Bootes wurde offen gemacht und das Wasser einströmte und dann später hat man auch versucht, die Boote wieder zu heben, ja, weil da ja gewisse technische Dinge drin waren, die man gut brauchen konnte noch, ja. Aber sie sind sicher nicht alle gehoben worden.
Das gehört mir zu meinen grausamsten Erinnerungen. Der Tag, an dem plötzlich Ostpreußen aufgemacht wurde, aufgelassen wurde und der Gauleiter es erlaubt hatte, dass die Leute sich nach dem Westen fliehen konnten. Ja. Es gab ja da einige sehr schlimme U-Boot-Angriffe der Russen auf die Passagierschiffe der Deutschen. Ja. Das ist ja... Wilhelm Gustloff zum Beispiel. Das war die Gustloff, die hatte ich noch in Danzig gesehen, die lag zuletzt in Danzig, wurde in Danzig dann voll mit Passagieren überladen geradezu. Das war also ganz schlimm. Das ist das, wir selbst hatten dort noch in Pillau gelegen. Hatte das Glück, dass ich damals nicht an die Front versetzt wurde, sondern dass ich zur Ausbildung versetzt wurde. War in dem letzten Boot, in dem ich gefahren bin, das war 1204, da war eine Führung steht oder im Kommandanten, der Kommandant war 22 Jahre alt. Ja. Dann war ich der stellvertretende Kommandant, war Offizier. Ich war damals auch schon 22. Ja. Und dann kam noch ein leitender Ingenieur dazu, der war 21. Ja. Das war also die Besetzung eines U-Bootes am Ende des Krieges. Ja. Am Anfang war das anders. Da waren das Leute, die viel gefahren hatten und eine Menge verstanden auch von nicht nur von der Technik des U-Bootsfahrens, sondern vor allem genau vom Umgang mit 50 Menschen, wir waren etwa 50 Leute im Boot, nicht? Und das war so etwas, was ich als positiv mitnehmen konnte aus dem Krieg. Ja? Das heißt also, gelernt zu haben, wie man mit Menschen, in diesem Fall mit Lehrern an der Schule beispielsweise, wie es zuletzt in Petersberg geblüht hat, ja, wenn man mit denen umging, ja, dass man wirklich eine gute Atmosphäre schaffte. Ja. Und das musste auf dem U-Boot unbedingt geschehen. Ja. Wir waren damals Wachsoldaten beim Dönitz. Ja. Denn Dönitz hatte ich schon kennengelernt, als ich in Brest war. Da war ich zuerst Wachhabender mit einer Gruppe von Matrosen. Ja. Und der Dönitz kam jeden Morgen angefahren und hat dann mit den beiden Kommandeuren der Flottillen, der U-Boot-Flottillen, die in Brest stationiert waren, bestimmte Dinge besprochen. Dönitz war nur insgesamt etwa, ich glaube bis zum Mai, Mitte Mai war der als Nachfolger von Hitler tätig, ja, und hat also versucht, vor allen Dingen, das war ein gewisser Verdienst, hat versucht also möglichst viele Schiffe noch nach Danzig zu schicken, die also die Ostpreußen dahin brachten. Ja, was ist noch mehr dazu zu sagen? Dönitz wurde also dann verhaftet. Die Regierung Dönitz hat dann aufgehört einfach. Ja. Er wurde dann eingesperrt und vor Gericht gestellt. Und damit war auch unsere Aufgabe, dort für Ordnung und für Sicherheit zu sorgen, war erledigt. Wir wurden in Gefangenschaft geschickt. Also Gott sei Dank, was für die meisten Ihrer Kameraden nicht gilt, haben Sie diesen Krieg lebend überstanden und waren im Herbst 1945 oder saßen, besser müsste man sagen, im Gefangenenlager hier ganz in der Nähe der Waldschenke in Bad Hersfeld. Ja, wir wurden in Gefangenschaft geschickt,
Jeder Marineangehörige hat einen riesen Seesack, ja, in dem seine eigenen seine Dinge versteckt waren. Und das trugen wir dann nach Schleswig-Holstein und haben dort auf einem Bauernhof gelebt. Mit 6 oder 8 jungen Leuten haben wir da gelegt. Und das dauerte bis Ende September 1945. So lange war ich da. Ich hatte schon noch Verbindung aufgenommen mit meinen Eltern. Ja, ich hatte ihnen geschrieben, ich bin hier, damit sie Bescheid wussten. Aber dann bekam ich von meinem Vater eine Nachricht, dass meine Mutter schwer erkrankt war, tödlich erkrankt war. Naja, und dann wurden wir entlassen. Die Engländer, die da oben die Aufsicht hatten, die Engländer wollten die Entlassungspapiere nicht unterschreiben. Die haben gesagt, wenn sie nach Fulda fahren und nach Fulda gehen, dann müssen dort die Amerikaner unterschreiben. Ja? Und da sind wir also mit dem Zug. Sind wir mit unseren letzten Habseligkeiten nach Marburg zuerst gebracht worden. Da sind wir von den Amerikanern ganz anständig behandelt worden, das muss ich sagen. Und dann haben die uns, wussten sie nicht, wir lagen in Zelten und dann wussten sie nicht, was mit uns anfangen sollten. Und dann haben sie uns dann in die Waldschenke geschickt. Ja. Kam ein schwarzer Ami. Der hat einen Lastwagen gefahren und der Ami hatte genauso viel zu trinken da, wie er das Auto zu fahren hatte. Ja, es war wirklich gefährlich, war eine der gefährlichsten Situationen, die ich in dem ganzen Krieg erlebt habe. Aber er hat uns gut dahin gebracht nach Hersfeld und in Hersfeld ging es dann darum, da waren 250 Leute ungefähr. Und ich war mit meinen 23 Jahren war ich der Dienstälteste da, als Oberleutnant. Und da habe ich dann also es übernommen, da zu versuchen, die Amis zu überreden, dass sie uns entließen. Ja. Es war also bekannt, dass wir eigentlich nach Frankreich geschickt werden sollten und in Frankreich sollten wir abarbeiten, was die Deutschen den Franzosen angetan hatten. Ja? Darum ging es. Und dann hatte ich ihn wirklich so weit, dann hat er gesagt, ja gut, ich schreibe, ja. Da wurden alle 250 Leute nochmal untersucht, gesundheitlich untersucht und dann wurden sie abgelassen. Ja. Ich habe draußen einen leeren Omnibus gefunden, der da Fulda fuhr zufällig und da bin ich eingestiegen, der hat mich mitgenommen. Und als ich ausstieg, da habe ich gerade zwei Bekannte, ja, einen Lehrer meiner Oberrealschule, die ich hier in Fulda besucht hatte. Und da fragte ich dann, wie geht es meiner Mutter? Und war dann die Nachricht, dass meine Mutter 14 Tage vorher gestorben war. Ja. Naja, ich bin nach Hause, am Hochhauser Weg, der ganze Hochhauser Weg war damals von den Amis besetzt, alle Leute rausgeworfen. Die einzige Familie, die nicht rausgeworfen war, das war meine Familie. Und das verdanke ich noch meiner Mutter, weil sie krank war, haben die Amis da Rücksicht genommen. Also das hat es auch gegeben. Ja. Naja. Und dann stand ich da mit einem Abitur, das ich nie abgelegt hatte, das mir nur zuerkannt wurde. Ja. Und mein Vater fragte, was willst du machen? Wir bilden jetzt kannst du Schulhelfer werden, da kannst du in die Schule gehen. Also ich wollte eigentlich ein Studium machen, Geschichte und Deutsch. Das waren meine Fächer und es war also. Ich habe auf der anderen Seite überlegt, da kannst du eigentlich jetzt endlich was so ein Vernünftiges machen. Ja? 5 Jahre Krieg, sinnloser Krieg, ja, lag hinter mir. Und
dass die wenig vernünftigen Dinge, die ich gemacht habe, in diesem Krieg, die menschlich waren, das war die Tatsache, dass ich Hitlerjungen von Danzig nach dem Westen gebracht habe, das war, dass ich erreicht habe, dass die Leute, dass die Kameraden in der Waldschenke dann noch nach Hause gebracht haben. Ja. Naja. Und da habe ich jetzt kurz gedacht, man konnte auch, wenn man da jetzt anfing als Lehrer in der Schule, da konnte man ja auch Vernünftiges tun. Da waren eine Menge völlig fremder, nicht fuldische Jugend war da, dass ich in die Schule kam, die Heimat vertrieben, ja, die in jeder Schule drin waren. Wenn du da ein bisschen dafür mitwirkst, dass die aufgenommen werden in dem Dorf und dass da also die großen Probleme eigentlich nicht kommen. Ja? Das ist doch sinnvoll. Das ist sinnvoller, als wenn du jetzt halt nach Frankfurt oder nach Heidelberg gehst und jetzt nun studierst. Da habe ich angefangen. Habe erst einmal in der Stadtschule, da gab es kaum Lehrer. Die Lehrer da hatten ja alle braune Flecken auf ihren Hemden. Ja. Und wurden deswegen zuerst einmal nicht eingesetzt. Ja. Wir hatten ja noch keine braunen Flecken. Ja. Das war also nicht der Fall. Ja. Und da habe ich mich also bereit erklärt, ja, gut, ich mach's mal, versuch's mal, so sehen, wie wir es bekommen. Ne? Stadtschule in Fulda, ja, Riesenschule, zwei Schulen, eigentlich zwei Stadtschulen, der eine Rektor war der Rektor Heurich, der von den Nazis verfolgt war, der andere von der anderen Stadtschule, das war mein Vater, ja, zu meinem Vater wollte ich nicht, das war ganz klar, vernünftig und klar, ne? Bin ich zu dem Rektor Heurich und habe da wirklich eigentlich zuerst einmal hospitiert und um zu sehen, wie das funktioniert mit den Schülern der Volksschule. Und dann saß ich da hinten zwei Wochen und dann wurde der Klassenlehrer wieder entlassen, weil er in der Partei gewesen war. Und dann hat der Heurich gesagt, ja, Sie müssen ran. Und dann habe ich halt mal ein viertes Schuljahr geleitet, ja, und habe also Unterricht gemacht. Ich hatte nur in der Gefangenschaft in Schleswig-Holstein schon einen Versuch gemacht. Ja. Da hatte ich die Kinder, die da rumliefen, hatte ich eingesammelt und habe mit denen ein bisschen Schule gespielt. Ne. Aber jetzt wurde es ernst und da habe ich dann die Klasse ein Jahr hinter sich gehabt und das war für mich doch sehr, sehr lehrreich, das muss ich sagen. Hat mir auch Freude gemacht und ich wollte also dabei bleiben, ja, und dann wurden wir nach einem Jahr von dem Oberschulrat Hilko wurden wir dann zusammengerufen zur theoretischen Ausbildung, ja. Wir sollten erst ein halbes Jahr das durchführen und dann wurde noch mal ein halbes Jahr draufgesetzt, also ein Jahr. Nach einem Jahr konnten wir die Lehrerprüfung machen, ja. Meine erste Schulstelle war Marbazell. In Marbazell, da war eine alte Lehrerin und noch einer, ein Kamerad, der die Ausbildung wie ich machte, ja, der war auch da. Und das war, hatte ich ein viertes Schuljahr, das war ganz interessant für mich, ja. Und dann kam eines Tages der Schulrat Weigand und sagte, Eichenau ist eine Lehrerstelle frei. Wollen Sie da hingehen? Ich überlege mir das. Saß in Eichenau damals, war also in 49 war das. Ja. Und
Da kam ich hin und da sagte mir der Bürgermeister, das ist ganz schön, ja, aber die Wohnung ist besetzt, sind alles Flüchtlinge drin. Ja. Und da stand ich also da vor der Tür, hat mir nichts ausgemacht. Ich bekam irgendwann ein Zimmer, ja, in dem ein Bett stand und im Übrigen konnte ich meine Schule halten, das ging ganz gut. Ja. Aber eine einklassige Schule zu führen, ja, das ist etwas, was man nicht mitbringt. Das muss man also wirklich lernen. Ja. Und dazu hatte ich einen sehr netten Kollegen, den Josef Faulschicht, der früher auch mal in Eichendau gewesen war. Und habe den immer gefragt, wie macht man denn das eigentlich, ja, dass man damit fertig wird. Und ich habe die einklassige Schule so lieb gewonnen, dass ich sie für die idealste Schule halte, die es überhaupt gibt. Ja? Das ist also eine Tat, das, was dort pädagogisch gemacht wird, ja, und menschlich gemacht wird, das ist großartig. Und über die Schule habe ich also Zugang gehabt zu dem gesamten Dorf. Ja? Ich habe aber versucht, wirklich die Schule zu einem geistigen Mittelpunkt ein bisschen zu machen. Wir haben also sicher jeden Monat einmal eine Versammlung für das ganze Dorf da gehabt und haben Theater gespielt und haben alle möglichen Dinge angefangen, die Spaß machten. Der Höhepunkt war dann 1953, da hatte ich entdeckt, dass Eichenau 1000 Jahre bestand. Und da haben wir eine 1000 Jahre Feier geplant. Und die Leute haben alle mitgemacht. Die haben alle wirklich die Schule wurde in den Dienst der Sache gestellt. Und dann haben wir gesagt, da muss doch irgendwie dann, müssen doch ein paar Knalleffekte sein. Ja. Ich persönlich hatte als Schüler mal ein bisschen Klavier spielen gelernt und habe mich dann jeden Tag habe ich mich dann 2 oder 3 Stunden hingesetzt und habe dann so lange geübt, bis ich Choräle spielen konnte und habe dann das Harmonium gespielt, ja, und habe auch so das mit der Pfarrer gesagt, dass sie haben also dem mir einen Kaplan gesetzt und das war ja ganz nette eine Sache, die mir auch zu Herzen ging. Also mir war eine religiöse Bindung durch meine Erziehung, durch Elternhaus und durch den katholischen Jugendbund, ja, MC, das gehörte dazu eigentlich. Ja, ja, ein zweiter Höhepunkt dieser 1000-Jahr-Feier war dann der war eine Rundfunkaufnahme. Und dann hatte damals ein Theater und wir haben den Theaterraum bekommen und der Hessische Rundfunk kam angefahren und hat seine Geräte aufgestellt. Und dann haben wir in einem vollen Saal eine recht schöne, singende, klingende Heimat durchgeführt. So, ja, es war eine schöne Zeit in Eichenau, aber leider Gottes, die Zahl der Kinder nahm ab. Die Flüchtlinge zogen allmählich aus dem abgelegenen Eichenau nach Fulda. Ja, und es wurden immer weniger und man konnte also ausrechnen, weil die Schule so geschlossen wurde. Ja. Und da wurde dann plötzlich Almendorf frei. Da saß der Handwerk, dieser Begriff. Handwerk, der war inzwischen Rektor geworden. Schulrat geworden. Ja. Und der sagte zu mir, melde dich dir, ja, das ist kein Problem. Ja. Und da habe ich mich dann gemeldet und dann sind wir nach Eichenau und da konnte ich dann das machen, was ich hier vorhatte, eine musische Schule zu begründen. Ja. Also ich habe dann in Almendorf jahrelang kein Kind entlassen, das nicht Flöte oder Gitarre spielen konnte und alle diese Dinge mehr. Wir hatten einen Spielkreis Almendorf. Dann haben auch die Schüler teil, die inzwischen nach Fulda aufs Gymnasium gegangen waren oder auf die Mittelschule, ja, die nahmen dann nachmittags auch noch an den Übungsstunden teil und haben im Stadtsaal gespielt und alle möglichen Sachen. Bei allen möglichen Dingen wurden wir gerufen. Ja.
Das war an sich sehr schön. Ja. Und ich wäre also gerne dort geblieben bis zu meiner Pensionierung. Ja. Aber dann kam eine Schulreform. Und diese Schulreform hat die Schule zugemacht. Und das war also wirklich schade dafür. Kam der Schulrat zu mir und sagte, was wollen Sie machen? Ja, wird zugemacht. Sie können Konrektor werden in Steinau oder Sie können Hauptlehrer werden in Linz. Und das war auch eine sehr interessante Aufgabe. Wir haben dann einen Schulversuch gemacht, die Früheinschulung von Schülern mit 5 Jahren. Ja. Und zusammen mit Kindergärten, mit 2 Kindergärtnerinnen und allem, was dazu gehörte. Ein Ideal dem Anfang einer Schule für Kinder. War sehr schön, ja. Und das ging also ganz gut. Und dann rief mich eines Tages der Josef Petri, der Bürgermeister, an und sagte, wir haben keinen Direktor, ist gestorben, ja, melde dich bitte, ja. Naja, das habe ich mir überlegt. Es war also wirklich nicht mein Ideal, ja. Aber ich habe es halt dann doch gemacht. Ja, und habe mir gesagt, du hast 4 Kinder, die müssen ausgebildet werden, dann musst du sehen, wo du bleibst. Und das ist dann auch, hat dann geklappt. Ja. Ich wurde da auseinandergenommen und wurde festgestellt, ob ich da würdig war. Und dann ging es, da hatte ich das Glück, dass ich mit dem Landrat Stieler recht bekannt war durch meine Auftritte mit meinem Spielkreis. Ja. Und der hat dafür gesorgt, dass ohne jede Probleme, ich hatte mich gelegentlich mit Vorgesetzten auseinandergesetzt. Ja. Und das verträgt eigentlich ein Lehrer nie. Ja. Das ist ähnlich wie bei den Soldaten. Ja. Das war für mich ein großes Spiel. Ich habe also auch in der Schule nicht alles mitgemacht, was das Schulamt wollte. Deswegen hat man mich dann hier in Fulda noch zum Vorsitzenden des Personalrates gewählt, quasi Vorsitzender von sämtlichen Lehrern, auch den Gymnasien. Ja. Und das habe ich auch gemacht eine Zeit lang. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich mir doch sehr viel zugemutet hatte und bin mit 61 Jahren in Pension gekommen. In der Pause. Herr Schick, wir bedanken uns ganz herzlich. Ja. Vom U-Boot-Fahrer zu einem bekannten, hervorragenden Pädagogen, naja, der sehr viel Sympathie und Achtung und Autorität genießt und genossen hat hier im Fulda-Gebiet. Ganz herzlichen Dank für dies. Bitte schön, das genügt, ja.